reicht eigentlich, wenn ich da drauf gucke. Konzentration muss immer da sein. Ölpeilen macht man jeden Morgen. Hier sind 30 Fährverbindungen am Tag. Da muss man schon Nerven haben. Ne? Ja, da können wir herkommen. Wenn man sieht, wie voll die Schaufel ist, dann sieht man doch, dass dieser sehr effektiv reingehen kann. Und das ist erfreulich für uns, dass man sieht, wie der Baufortschritt ist. Das fing schon an als kleiner Junge. Seitdem ist das mein Traumjob. Und das hat sich auch nicht mehr geändert. Ablegen, weil wir los wollen. Landstrom weg, Generator läuft. 6.30 Uhr, Rostock-Warnemünde, im Winter. Im Sommer steigen hier Touristen auf die Kreuzfahrtschiffe. Heute startet die Steinbutt, ein Baggerschiff. Auf der Brücke Dienst hat heute Simon Piewig. Grundsätzlich fahren wir schon lieber im Tageslicht, weil man alles ein bisschen besser sehen kann. Aber ja, große Unterschiede macht es für uns nicht, ob wir im Sommer oder im Winter bei Nacht oder Tag fahren. Die Steinbutt ist knapp 50 Meter lang und 11 Meter breit. Projektleiter Jan Neuendorf kommt mindestens einmal pro Woche aus Hamburg vom Firmensitz. Er betreut die Baustelle Rostocker Seekanal. Hier draußen ist jeder Arbeitstag 13 Stunden lang. Olaf, guten Morgen. Habe ich dich aus dem Bett geklingelt? Ja, wäre nur eine Kleinigkeit. Also wir sind jetzt auf der Höhe, wie man hier sieht. Wir haben hier schon gebaggert. Alles, was hellblau ist, ist gebaggert. Wir sind jetzt hier auf der Höhe mit dem Baggerradius. Oh mein Gott, wir dürfen weiter rauf. Über Funk ist die Brücke mit dem Baggerführer unten verbunden. Sie legen fest, genau hier wollen sie heute losbaggern. Mit zwei dieser Stelzen, eine ist 20 Meter lang, machen sie sich auf dem Warnow-Grund fest. Fehlt nur noch ihr Kompagnon. Die Schute HH204. Ohne die geht gar nichts. War sportlich, ne? Aber alles gut. Die Aufgabe? Die oberste Schnickschicht abbaggern. Rund 50 cm belastet mit Schadstoffen, beispielsweise durch Schiffsanstriche auf den ehemaligen DDR-Werften nebenan. Das Ganze mitten in der Fahrrinne zum Rostocker Seehafen. Und alles bei laufendem Schiffsverkehr. Und hier sind 30 Fährverbindungen am Tag. Die Fähren werden immer größer, ist schon speziell. Und wenn man hier oben sitzt oder der Kapitän sitzt, Funkverkehr und alles aufnehmen, raus aus dem Baggerbiet, wieder reinsteppen und das ist schon, da muss man schon Nerven haben. Ne? Zwischen 7 und 9 ist hier Hochverkehrszeit im Fährbetrieb. Immer dann muss die Steinbutt ihre Arbeiten unterbrechen. Manchmal haben sie gerade einmal 2 bis 3 Baggerschaufeln Zeit, bis das nächste Schiff sie zum Stoppen zwingt. Haaland, der Kleine, der passiert uns jetzt. Dann werden wir noch mal mit dem Bug ein bisschen rein, dass wir noch 1, 2 Schaufeln wegnehmen können. Und wenn dann die Mecklenburg auf der großen Wendeplatte ist, dann verholen wir raus. Die Steinbutt macht die Vorarbeiten bei der Seekanalvertiefung. Sie soll rund 20.000 Kubikmeter belasteten Warnow-Grund aus dem Becken der ehemaligen Werften und vor dem Ölhafen rausholen. Erst danach kann im Fahrwasser tiefer gegraben werden. Schon kommt die nächste Fähre. Schiffsführer Simon möchte nicht tauschen. Die fahren halt ein paar Meter mehr, aber die fahren ja auch nur vor und zurück. Also, das macht den großen Unterschied nicht, ne. Also Fähre ist ne. Kein Bedarf und kein Reiz, der da ausgelöst wird, ne. Arbeiten auf der Steinbutt ist aufregend genug. Im Projektgeschehen ist immer neue Überraschungen. Und im Bürojob oder im Ingenieurbüro
hat man irgendwie seine Aufgabe, sein Projekt, was man bearbeitet, und das geht relativ straightforward, würde ich sagen. Aber so bei unserem täglichen Geschehen, auf einmal hat man ein Schlechtwetterereignis, dann kommt Sturm, dann kommt Nebel, warum können wir nicht arbeiten? Oder jetzt mit den Fähren haben wir hier großes Glück, dass das so gut funktioniert mit den Passagen, aber was wäre, wenn nicht? Warnemünde Traffic, Steinbuch. Steinbuch, Warnemünde Traffic. Hier haben sie alle Schiffe im Blick, in der Verkehrsleitzentrale. Ja, Steinbord, Warnemünde, Treffig. Verkehrsinformationen im Eingang, die Stock Marcia, die wird dann vorbeifahren. Haben Sie da kein Problem mit, ne? Nein, wir haben hier kein Problem. Wir sind jetzt ja auch außerhalb des Tonnenstrichs, wir würden gleich wieder reinverholen. Ja, bis später, tschüss. Wir haben eine Fahrwasserbreite von 120 Metern. Da können wir immer noch ein bisschen variieren, entsprechend der Schiffsbreite der Fahrzeuge, die im Ein- und Ausgang sind. Wenn da bestimmte Schiffsbreiten erreicht werden, müssen wir im Vorwege dafür sorgen, dass der Bagger mit einer Vorabinformation aus dem Fahrwasser rausgehen kann und die Schifffahrt dann passiert. Und die Bagger haben eine Vorlaufzeit. Das heißt, wenn er eine Viertelstunde vorher Bescheid weiß, kann er aus dem Fahrwasser gehen. Sollte es da Schwierigkeiten geben, müssen wir es abgleichen mit dem Baggern und mit der Schifffahrt. Vor über 20 Jahren wurde die Rostocker Hafenzufahrt zum letzten Mal ausgebaggert. Damals auf eine Abladetiefe von 13 Metern. Die reicht heute nicht mehr. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt des Bundes ist nun Bauherr über das aktuelle Baggergroßprojekt. Ich habe den Überblick und schaue, ob der Bagger da baggert, wo er baggern soll, in welcher Tiefe und in welcher Geschwindigkeit. Und jetzt sind wir halt in der glücklichen Lage, das digital abzubilden. Hier sieht man einen kleinen Baggerabschnitt der Steinbutt. Der Abschnitt ist der rote Bereich hier. Diese Aufnahme ist schon ein paar Tage alt, es wurde schon gebaggert. Die grünen Stellen sind die Stellen, die sie schon relativ gut gebaggert haben. Im gelben Bereich müsste noch nachgearbeitet werden. Ja, es ist natürlich wichtig, die Kosten im Blick zu haben. Wenn sie viel baggern, können sie auch mehr abrechnen und somit entstehen ja auch wieder höhere Kosten. Deshalb bedeutet für den Baggerponton Steinbutt jedes Versetzen, jedes Stelzen raus und rein Zeitverlust und am Ende, im schlechtesten Fall, mehr Kosten. Wieder muss sie raus aus der Fahrrinne, die Arbeiten unterbrechen. Wieder hat die Fähre darum gebeten, auf Abstand zu gehen. Und dann auch das noch. Der Bordcomputer hakt. Keine Chance zum Weiterbaggern. Wir mussten da am Bildschirm, da können wir ja viele Vermessungseinstellungen sehen. Und da war ein Bild sozusagen im Weg. Die Einstellungen sind manchmal so kompliziert. Und da sehen wir unser ganzes Baggermodell, die ganzen Einstellungen. Und wir wissen natürlich nicht in den Tiefen, wo ändert man die einzelnen Einstellungen, um verschiedene Bilder oder Modelle zu sehen. Und dann kann unser Vermesser meistens schon aus der Ferne da eben mithelfen, wenn man ihm sagt, guck mal, ich habe das Problem. Und dann kann er uns durch die Menüs führen und sagen, wie wir das ändern können. Ich habe ja meinen Bildschirm hier, wo ich die Tiefen sehe. Es reicht eigentlich, wenn ich da drauf gucke, aber ich orientiere mich auch nach meinem Seilmarken. Konzentration muss immer da sein. Ja? Man muss auf die Seile aufpassen, dass ich da keinen Salat hinten auf den Trommeln kriege. HH205 ist zurück. Die Schute hat gerade 500 Kubikmeter Schlick von der Ausbaggerstelle hier weggebracht. Dass die Steinbutt schnell mit ihren Arbeiten fertig werden muss, hat seinen Grund. Erst wenn das schadstoffbelastete Material weg ist, kann das eigentliche Vertiefen der Fahrrinne beginnen. Von 14 auf 16,5 Meter. Hier gerade im Seekanal Rostock ist eine harte Bodensohle, Geschiebemergel oder weiter, wo wir erst waren, im Ölhafen, feste Sande. Und da kommen wir mit der Schaufel, die hat keine Zähne, die hat einfach eine untere Gummilippe. Da würden wir gar nicht durchkommen. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Wir sollen wirklich nur das lose, oberflächige Sediment wegnehmen. Arbeiten dürfen sie hier immer nur zwischen 7 und 20 Uhr, wegen der Lärmbelastung. Zwischen Mai und Oktober heißt es Baggerstopp für alle. Dann nämlich kommen die Kreuzfahrtschiffe wieder.
Bauleiter Jan Neuendorf kommt das ganz recht. Ich hoffe, dass bis zu meiner Elternzeit das Projekt auch abgeschlossen ist. Also ich gehe ja nächstes Jahr erst in Elternzeit und dann hoffen wir bis dahin hier auch durch zu sein. Also ist dann ein schöner, runder Abschluss. Der Dienstälteste an Bord, Rolf, ist auch für die drei Maschinen zuständig. Ölpeilen macht man jeden Morgen. Wenn was ist, kommt Alarm oben auch. Ne, wenn wir haben jetzt hier Service, ne, wenn hier was irgendwann eine Leitung bricht oder ne, dann das können wir nicht machen, ne, sag ich so. Und der Maschinist hat doch andere Ideen. Die Steinbutt ist eine alte Dame, Baujahr 1974. Alles gut? Genau. Okay. So, ja. HH205 ist zum zweiten Mal voll für heute. Wieder heißt es Fahrt aufnehmen gen Stadthafen. Schiffsführer Matthias Hildebrand bringt die schadstoffbelastete Ladung zu einer Grube unter Wasser. Die entstand einst unterhalb der Neptunwerft. Heute wird sie genutzt, um genau solche Materialien aufzunehmen. Aktuell haben sie nachgerüstet, einen Sperrvorhang zusätzlich errichtet. Der soll verhindern, dass sich Schwebstoffe in der Warnow ausbreiten. Der Schiffsführer muss aufpassen, dass er mit der Schiffsschraube nicht in den Kunststoffvorhang steuert. Deswegen habe ich hier vorhin schon im Fahrwasser noch reduziert in der Geschwindigkeit und lasse ihn jetzt so langsam Richtung Dockgrube, das nennt man Dockgrube dort vorne, da so langsam hingleiten und ja, versuche mich dann diesem Vorhang einfach so langsam wie möglich zu nähern. Zwei Monate vorher. Der Schlickvorhang, eine Art Riesengardine aus Geokunststoff, ist da. Der wird aufgebaut quasi wie so ein Theatervorhang im Viereck. Ist 12,90 Meter tief, 350 Meter lang im Stück. Angeliefert wurden das in einzelnen Segmenten, 95 Meter und 50 Meter Segmente. Hier vor Ort zusammengenäht, konfektioniert, Laschen angebaut, Tower eingezogen, Ankerkette unten rein, Schwimmerkörper oben rein. Die Mannschaft von Boskalis hat da drüben dann eine sogenannte Gardinenstange gespannt, wo dieser Vorhang dann aufgehängt wird, quasi wie so ein viereckiger Theatervorhang. Die unterirdische Verklappgrube im Rostocker Stadthafen war während der Arbeiten auf der Neptunwerft entstanden, bei Testungen von Schiffsmotoren. Jetzt landet der Schlick aus dem Seehafen über diesen Trichter und ein Fallrohr in rund 20 Meter Tiefe. In einem künstlichen Becken aus steinhartem Mergel. Zu tief, um wieder aufzuschwemmen. Wichtig ist, dass der Schlickvorhang dicht ist. Das Amt bemängelt immer wieder, er sei zu durchlässig. Immer wieder bessert die zuständige Firma nach. Das ganze Bauvorhaben, die Vertiefung des Rostocker Seekanals, kostet rund 130 Millionen Euro. Es ist das größte maritime Verkehrsprojekt in Mecklenburg-Vorpommern und wird vom Bund finanziert. 4, 3, 2, 1, los geht's! Kein Wunder, dass der Baustart ganz offiziell zelebriert wird. Der Stelzenbagger Mima Sinan. Er gehört einer belgisch-luxemburgischen Firma und gilt als einer der größten seiner Bauweise weltweit. Mit ihm wollen sie bis 2025 den gesamten Seekanal Rostocks ausgebaggert haben. Das Besondere, sein Schiffsdieselmotor mit schallgedämpftem Schornstein. Damit ist er leiser als andere Riesenbagger. Eine Baggerschaufel. Fast 35 Kubikmeter. Das entspricht 2 Lkw-Ladungen. Während der gesamten Vertiefungsarbeiten ist das Wasser- und Schifffahrtsamt zu sogenanntem Monitoring verpflichtet. Das heißt, es misst und prüft die Belastungen für Mensch und Umwelt. Ziel heute, die Dockgrube.
Moin, hier ist Dennis von WSA Ostsee. Ich wollte Bescheid sagen, dass wir mit der Rosenorg gleich da sind. Also wir machen das so, wir machen erst in der Mitte wieder Wasserprobe und Easy-Sonde, dann holen wir uns die beiden Ziegarts ans Deck oder fahren wir kurz raus, machen das fertig, dann kommen wir nochmal rein. Und dann melde ich mich, wenn wir fertig sind. So wie letztes Mal auch, ne? Easy-Sonde und Ziegarts nennen die Fachleute ihre Messgeräte. Die einen sind permanent im Wasser, die anderen haben sie heute dabei. Die Easy-Sonde misst in knapp 10 Meter tiefem Warnow-Wasser. Wichtig ist Trübung und Sauerstoff. Ob wenn hier das Material umgelagert wird, ob dann hier Trübungswolken entstehen und Sauerstoff verbraucht wird. Naja, der Schlickvorhang soll ja verhindern, dass irgendwas nach außen dringt. Deshalb messen wir innen und dann auch außen, um die Funktionsfähigkeit zum einen nachzuweisen. Wenn nämlich jetzt irgendwie außen und innen ähnliche Trübung festzustellen wären, dann müsste man eventuell noch was nachbessern. Und dann müssen sie noch jede Menge Wasserproben nehmen. Genau, 1 Liter Glasflasche, das sind die. Und dann kommt nachher als zweites, kommt dann die Rezepte. Aber auch. Sie müssen immer aus einem Schöpferinhalt abgefüllt werden. Da werden organische Schadstoffe und so weiter bestimmt in der unfiltrierten Probe. Und dann müssen zum Teil Proben noch filtriert werden. Zum Beispiel für die Metallanalytik, also Quecksilber auch zum Beispiel. Danach kommen die permanenten Messsonden aus dem Wasser. Alle 7 Tage lesen die Hydrologen und Biologen des Amtes sie neu aus. Das ist ja der Schwimmer, der das jetzt die Sonde, die Ziegart oben hält. Und jetzt holen wir den erstmal am Deck, weil die Sensoren, die da dran sind, sind unterdeckig. Der wird sauber gemacht und dann machen wir den auf und dann gucken wir, ob der Akkustand noch vernünftig ist und die SD-Karte zum Auslesen, damit wir die Daten haben. Und auf die SD-Karten sind die einzelnen Parameter. Wir haben ja 12 Sensoren drin, davon messen wir mit 6. Temperatur und pH-Wert und was ist dabei? Trübung, Salzgehalt. Genau, das ist auf den SD-Karten drauf, die werden dann ausgelesen und das wird dann weitergegeben. Wir haben natürlich ein bisschen Zeitdruck, natürlich, aber an sich ist die Arbeit ja für uns extra jetzt gerade pausieren die. Und deswegen können wir jetzt hier an sich in Ruhe arbeiten. Natürlich wollen wir das schnellstmöglich fertig machen, damit die Arbeiten noch weitergehen können. Ja, die Arbeiten sind beendet. Wir laufen dann jetzt raus aus der Grube und dann könnt ihr den Vorhang schließen und eure Arbeiten aufnehmen. In einer Woche kommen die Wissenschaftler wieder. Alle Daten und Proben, die sie heute eingesammelt haben, werden eingeschickt und ausgewertet. Dann kann der Vorhang um die Schlickgrube im Stadthafen wieder geschlossen werden. Der Rostocker Seehafen, viertgrößter Hafen Deutschlands. 2022 Rekordumschlag. Der Ausbau der fast 17 Kilometer langen Zufahrt ist wichtig, damit Schiffe mit höherer Last einlaufen können. Von der Ostsee bis zum Öl- und Chemiehafen. Erste Planungen dazu gab es bereits 2009. Nun gräbt sich Mima Sinan durch die Wendeplatten. Die wöchentliche Baubesprechung findet heute auf See statt. Bauleiterin Susanne Zimmermann, ihr Baggerkontrollkollege und der Projektleiter der Baggerfirma lassen sich von Schlepper Max übersetzen. Der ist Versorgungsschiff und Taxi zugleich. Für die Mannschaft der Schute Tiger und der Mima Sinan. Susanne Zimmermann geht heute das erste Mal an Bord hier. Bislang kennt sie die Abläufe nur vom Hörensagen. Auf dem Stelzenbagger arbeiten 6 Nationen und das in 12-Stunden-Schichten. Eleftheria Kragiopoulou ist hier Superintendent, wie die Griechin sagt, und damit die Chefin über alle Männer an Bord. Zumindest über die Abläufe, korrigiert sie. Wie liegen sie im Zeitplan? Wie ist das Zusammenspiel zwischen Bagger und Schuten? Welche Aufgaben muss der Schlepper übernehmen? To be honest, I never felt
Um ehrlich zu sein, ich habe mich auf den Schiffen nie unwohl oder nicht respektiert gefühlt. Ich denke, das Wichtige ist, vorbereitet zu sein, bevor man in eine Männerwelt tritt. Wenn Sie mit einer guten Einstellung herkommen und eine nette Art der Kommunikation finden, dann ist es egal, woher Sie kommen. Ob Sie ein Mann oder eine Frau sind, spielt überhaupt keine Rolle. Meine Arbeit hier mit meinen Kollegen ist in Ordnung. Susanne Zimmermann weiß, wie das ist als Frau unter vielen Männern und behält dabei das Sagen. Wir befinden uns jetzt gerade im Bauchschild 1, hier kurz vor der großen Wendeplatte. Und hier ist nochmal der Auszug dazu. Wenn wir hier fertig sind, gibt es die Option in die große Wendeplatte. Und sobald wir hier fertig sind, dann können wir hier kommen. Ja, okay. Ja, rechts und links ist sehr viel los für Action, also sehr aktiv und auch sehr effektiv. Wenn man sieht, wie voll die Schaufel ist, dann sieht man doch, dass dieser sehr effektiv reingehen kann und jede Menge an Baugrund dort hochnehmen kann. Das ist erfreulich für uns. Alles liege im Zeitplan, sagt das Amt. Noch hat ihnen das Winterwetter keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das könnte draußen auf der Ostsee später anders werden. Es kann draußen auf See etwas ruppiger werden, das ist klar. Deswegen arbeite ich lieber im Hafen. Okay, ich mach mal weiter. Hoch. Drehen. Absinken. Und das den ganzen Tag. Okay, all good, you can continue. Okay, copy. It started when I was a little boy. Das fing schon an als kleiner Junge. Seitdem ist das mein Traumjob. Und das hat sich auch nicht mehr geändert. Die Eltern von Lukas de Boehm hatten in Belgien eine Landwirtschaft. Da durfte er schon als Achtjähriger baggern. Ungefähr 16 Meter tief sind wir jetzt. Aber das ist echt hartes Material. Sehr sandig. Die Schaufel kommt da nur schwer rein. Sehr hartes Gestein liegt da. Um nichts zu beschädigen, müssen wir aufpassen, wie der Ponton liegt. Damit wir keine Fehler machen. Das sind wirklich gewaltige Maschinen. Ich bin immer noch beeindruckt, wenn ich die Maschinen arbeiten sehe oder selbst mit ihnen arbeite. Hier draußen stört sich niemand am Lärm. Doch in einigen Monaten wird Mima Sinan direkt in Hohe Düne vor dem Wohngebiet baggern. Wir haben die Anwohner frühzeitig mitgenommen, haben durch die Anwohner auch natürlich neue Fragestellungen mit auf das Papier bekommen, sodass wir eben Schalluntersuchungen machen, Unterschüttungsuntersuchungen machen. Und wir da jetzt in dem Moment, wo wir uns in den Innenbereich bewegen, auch noch genug Zeit haben für den Bereich, der nachher den sensiblen Bereich kommt, wo wir dann direkt bei den Anwohnern sind, dass wir noch genug Zeit haben, diese Situation uns einzuspielen. An Deck wirken so große Kräfte und Vibrationen, dass die Crew ständig reparieren und nachziehen muss. Fabrice Caton ist Schiffsingenieur und fixiert regelmäßig die Füße des Baggers, drei Stelzen. Mit denen verankert sich Mima Sinan im Warnow-Grund, damit er feststeht. Immer wieder, erklärt Fabrice, müssen sie das Baggerschiff versetzen. Das heißt, vordere Stelzen ein Stück raus, mit der Stahlseilwinde 7 bis 8 Meter nach hinten verschieben, dann das Ganze wieder runter. Das gleiche mit der hinteren Stelze. In der Zwischenzeit, wenn die Stelze in der Luft ist, können wir die Wartung durchführen. Überprüfen, ob sich die Bolzen gelöst haben. Aber das können wir nur, wenn die Stelze oben ist. Ansonsten ist viel zu viel Spannung auf den Bolzen. Wir kontrollieren ständig, ob alles in Ordnung ist. Schlepper Max hat neue Verpflegung gebracht. Obst, Toilettenpapier, Getränke.
Einen Smoothie gibt es nicht. Heute ist Boyko, der Maschinist, dran. Ein Topf hat er gemacht. Kochen muss jeder mal. Wer Zeit hat, kommt drauf an. Mal koche ich, mal ein anderer. Sauerkraut, Bohnen, Schweinefleisch, Würstchen und Kartoffeln. Gegessen wird an Bord, zusammen. Die Nächte verbringen die Crewmitglieder in einem Hotel an Land. Denn Kojen gibt es nicht an Bord. Oh, perfekt. Where is Boyko, eh? Where is the cook? We need to tell the cook. Noch 3 Schaufelladungen, dann ist auch hier die Schute voll. Die Tiger kann 1500 Kubikmeter laden, fast 11.000 Badewannen voll. Fertig machen zum Ablegen. Luca, der Baggerführer, hat nun etwas Pause, freut sich auf Boykos Eintopf. Die Tiger schiebt sich die Warnow entlang, westlich vorbei an den Kollegen auf der Steinbutt. Die können so weiterarbeiten, müssen nicht ausweichen. Selbst die Peter Pan aus Schweden hat hier noch Platz. Alle Schiffe bleiben so in ihrem Zeitplan. Der polnische Schiffsführer auf der Tiger ist ein erfahrener Seemann. Das ist leicht. Kein Problem. Einfach geradeaus. Die Schute fährt jetzt knapp 1,5 Stunden auf die Ostsee hinaus, zu einem festgelegten Gebiet, wo sie das ausgebaggerte Material verklappen. In each dump is one box. Plus additionally we have paper where we are marking for ourselves. Jede Entladung kommt in eine Box. Zusätzlich markieren wir uns, wo wir was abgekippt haben, auf einem Papier. Alles zusammen? Kommt darauf an. Jetzt haben wir mehr als 50. Oder vielleicht sogar noch mehr. Nach knapp 10 Seemeilen stoppt die Schute auf. Die Klappe öffnet sich. Der ausgegrabene Boden von der Wendeplatte flutscht hinab in die Ostsee. Was backen bleibt, wird abgespritzt. Eine Entladung in eine Box, dann geht's weiter. Wenn alle markierten Bereiche voll sind, bitten wir den Superintendent, uns neue Standorte zu geben. Dann steuern wir die neuen Boxen an und machen weiter. Oder wir entlernen an denselben Orten. Das ist abhängig von der jeweiligen Masse. 2025 soll die Seekanalvertiefung abgeschlossen sein. Für den Rostocker Hafen bedeutet das dann, dass Schiffe mit einem Tiefgang bis zu 15 Metern einlaufen können.